Juhu, meine Friends! Der Schwarm ist mit Korhals orbitalen Verteidigungssystemen beschäftigt. Wir können jetzt mit der Invasion der Oberfläche beginnen. Damit werden wir dann natürlich auch anfangen. Direkt mal rein, Heart of the Swarm. Meine Königin, deine Leviathane sind in Position. Entfesselt den Schwarm! In der ersten Phase werden wir zahllose Brutkapseln verlieren. Wir schicken Millionen. Selbst wenn nur ein Bruchteil durchkommt, sind es genug, um die orbitalen Verteidigungssysteme vom Boden aus auszuschalten. Also zeig mal her. Erstmal natürlich ein Ladebildschirm. Ich habe nicht gesagt, du sollst mir den zeigen, du sollst mir zeigen, wie gespielt wird. Hier, zack, ich will hier sehen, wie eure verfickten, Entschuldigung, wie eure scheiß Landekapsel hier rumfliegen und dann zeigst du mir ein scheiß Ladebildschirm. Das ist ja wohl das... Nein, das ist doch einfach nur scheiße. Egal, das ist wahrscheinlich die... Nein, die vorletzte Mission. Zack, verdammt! Bodentruppen der Liga haben das Gebiet gesichert. Unsere Gallschleuder kann ohne Unterstützung nicht überleben. Darum kümmere ich mich persönlich. Schick alle Brutkapseln. Sie sollten sich auf diese Gegend konzentrieren. Benachrichtige mich, sobald eine durchkommt. Ich sorge dafür, dass die Schleuder überlebt. Ja, so macht man das natürlich im Bereich der Kerrigans. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ah, mittlerweile hat auch die KI dazu gelernt, dass ich das nicht will. Oh, sogar Mutalisken bekomme ich spendiert für den Anfang. Oh, ist ja... Die erste Gallschleuder und ihre Eskorte dringen gerade in Korhals Atmosphäre ein. Ja, mach mir jetzt... Sag mir, wo sie landen wird. Sie wird hier eintreffen, meine Macht Königin. Euch mal nicht ins Hemd. Sprich. Macht euch mal nicht ins Hemdchen. Ja, ja, wir werden diesen Bereich schon sichern. Das ist jetzt kein großes Erlebnis. Zack. Du hast einen großen Fehler begangen, als du deinen Fuß auf meinen Planeten gesetzt hast, Kerrigan. Ich werde dich und deinen Schwarm zurück in die Hölle befördern, aus der ihr hervorgekrochen seid. Natürlich. Arcturus. Natürlich. Also, hier schön und zack, einmal den hier auspacken. Und das war's. Haben wir ein paar Roaches zum Bauen? Dürfen wir die bauen? Natürlich dürfen wir die nicht bauen. Aber, uns egal, wir machen hier erstmal schön... Eine Mutation zum Swarmstock. Ja, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen noch an was an. Die erste Gallschleuder landet. Sie wird für einen kurzen Defense brauchen. Dann braucht man noch. Ah, die Queen kann ich natürlich nicht benutzen, solange das hier der Fall ist. Wir schicken die. Ja, sie ist gelandet, das ist schön. Wir sind auch hier. Ah, natürlich, hier erstmal schön. Die Verteidigungssysteme der Liga zerstören den Großteil unserer Gallschleudern im Orbit. Dann können wir es uns nicht leisten, die zu verlieren, die die Oberfläche erreichen. Ja, deswegen bin ich ja hier. Kerrigan, deswegen bin ich ja hier. Alles zerstören, was sich hier bewegt. Verbindet alles miteinander, so muss das sein. Kann man noch was Höheres bauen? Nein, kann man nicht. Was ist denn das? Achso, eine Gallschleuder ist das nur. Ah, okay, ja, das ist natürlich was ganz Feines. Wir werden uns einmal einen... Wir bauen mal das da und ein Infestation Pit. Des Weiteren brauchen wir das da. Und hier. Wir brauchen eine
Queen, die uns erstmal hier schön einrubbelt. Wir werden hier noch, bauen wir hier noch ein das hin. Dann machen wir den da hier einmal noch schön. Dann machen wir hier eins und Greater Spire. Eins und dann machen wir hier schön zack und immerhin haben wir schon mal einen, also hier ist schon mal ein Fortschritt. Ich werde Vergeltung üben. Meine kleine Königin wird hier einen kleinen Creep hinwerfen. Die nächste Gallschleuder durchbricht Korhals Verteidigung. Ja, das werden wir uns auch noch aneignen. Alles zu seiner Zeit. Es ist Zeit. Alles zu his time. Alles zu seiner Zeit. Da sind die ersten terranischen Gebäude. Ja, wir müssen da hin. Ja, hier machen wir den da einmal schön und einmal hin. Diese Tore führen in die terranische Hauptstadt. Wenn du sie zerstörst, kann meine Brut in Augustgrad eindringen. Ja, natürlich. Gute Idee. Wenn ich genug Zeit habe, breche ich die Tore auf. Ja, das werden wir auch definitiv machen. Da kannst du sicher sein, Kerrigan. Das ist schon recht okay, was ist hier? Nächster Landeort. Okay, okay. Wir werden uns ein paar Swarmies holen. Ah, das ist natürlich hier. Das ist natürlich ein Zucker, was wir hier haben. Die Eroberung geht weiter. Jetzt wollt ihr euch mal alle ausgraben. Du auch. Kann ich hier noch weiter Creeper spreaden? Ja, natürlich kann ich das. Super. Der Schwarm erobert alles. Oh ja, jetzt haben wir hier noch einiges an. Die werden wir uns mal taggen. Wir werden uns jetzt erstmal fürs erste Zerklinge bauen. Das ist wichtig. Wir müssen da nämlich jetzt erstmal reinrushen. Und Zucker reinhauen. Hopp. Und rein da mit uns. Und alles zerstören, was sich hier bewegt. Dieser Planet gehört mir. Genau. Erstmal Creep überall hin spreaden, wo es geht. Also wirklich überall hin. Das ist unsere absolute also maximal bis dahin dürfen wir spreaden. Es ist Zeit. Wir werden hier erstmal die Swarmies lassen. Sprich. Und hier werden wir ein bisschen Freiraum schaffen für meine kleinen Freunde. Eine Gallschleuder wird gleich auf Korhals Oberfläche landen. Ja, das ist schön für sie, muss ich ehrlich gestehen. Ihr bringt mir nicht so viel, ne? Also, ihr wisst Bescheid. Ne? Deine ja. Königin lauft. Zack, und hier erstmal auch Creep spreaden bis zum absoluten. Oh, das ist natürlich top, was wir hier alles bekommen. Kann man schon nicht anders sagen, das ist echt top. Kann man hier noch was reinschrauben? Nein, das war ein nicht so cleverer Zug. Da kann man eine neue Base bauen, so wie ich sehe. Bis dahin werden wir uns begnügen müssen mit einem einzigen Mutalisken noch. Also ist nicht. Meine Königin, die nächste Gallschleuder landet im Feindgebiet. Mm. Die Basis der Liga muss zerstört werden. Das mach mal. Zu sichern. Das. Söhne von Korhal. Mach mal. Eliminiert die Königin der Klingen. Ja, natürlich. Was ist das Thema? Ah, mach mal hier, zack. Söhne von Korhal. Gewagt. Sprich. Wir machen das.
nicht. Ich bin der Schwarm. Aber der Ultralisk geht seinen Todesweg. Way of his Ninja. Ach, ich weiß, was hier gleich passiert. Zack, runter, runter. Wir müssen jetzt erstmal hier unsere Gallen machen. Alles klärchen, wir machen das jetzt auch so. Wir haben jetzt hier auch alles, was wir brauchen, oder? Ja, haben wir. Everything is clean. Oh, es tut schon weh, wenn die Mutalisken alles auf die Fresse kriegen. Oh, es tut schon... Was? Ja, da passiert schon nichts eigentlich. Im Normalfall. Ah ja, kein Stress. Wir werden uns hier zack. Ja, machen das mal so. Hier eins. Zack, zack. Da werden wir unsere Base aufbauen sogar. Oh, wir machen hier so viel Zucker, dass es ja hier schon gar nicht mehr menschlich ist. Also das ist ja auch natürlich nicht menschlich, weil es hier zergisch ist oder so. Ne? Also ihr wisst Bescheid. Ich rede gerade ziemlich viel. Blödsinn. Machen wir mal hier einmal den, dann. Machen wir mal so. Und one and two. Da haben wir genug. Das ist schon mal alles Klärchen, Bärchen. Ja, dann machen wir mal hier den. Und wann kommt denn die nächste Galle? Ja, das ist so eine... Was ist es diesmal? Die Eroberung. Die nächste Gallschleuder landet. Wir sollten sie verteidigen. Ja, das tun wir doch gerade, oder nicht? Deine Königin lauscht. Oder beschützen wir die Gallschleuder jetzt nicht? Ja, wir brauchen jetzt erstmal hier alles schön voller... Ah. Sprich. Wir passen uns an. Ja. Das machen wir tatsächlich. Ach, da kommen wir ja echt nicht durch, oder was? Das ist ja lächerlich. Oh, wir haben hier noch einen schönen... Und da machen wir nochmal einen hin. Und da machen wir vielleicht noch einen, wenn es geht. Wenn sich's ausgeht, da hinein. Ja, da geht sich sogar einer sehr gut sogar aus. So. Ist natürlich ganz was Feines, wenn das funktioniert immer. Das müsste auch hinhauen. Jawohl. Oh, der hier. Macht euren Frieden. Na, macht die Kerrigan ganz große Klasse hier. Die nächste Gallschleuder landet im Feindgebiet. Schon wieder. Könnt ihr euch keine Gallschleudern aussuchen, die vielleicht mal bei uns landen? Nein, das darf nicht sein. So, wir werden jetzt aber auch mal diese Swarm-Hosts benutzen und hier mal verwenden. Das machen wir so. Die werden jetzt erstmal hier das erste Türchen frei catchen. Würde ich behaupten. Ja. Das tut natürlich weh. Wenn die eigenen Truppen hier schön dick auf die Fresse kriegen, aber... Wir versuchen sie ja so gut wie möglich zu heilen, also... zurück, zurück, zurück! Mach mal hier mal die Tore schnell putt. Okay. Unsere Königin hat ein Tor zerstört. Schwärmt in die Stadt. Ja. Das werden wir machen, ne? Wir müssen hier diese Galle hier... Wir müssen... Oh, fuck, ist das weit. Wir müssen jetzt erstmal hier hin. Das ist... Das ist jetzt erstmal Pflicht. Dann werden wir noch einige Zerklinge brauchen. Na, die werden wir uns auch mal hier... Oh, die fliegen mir so nah an, diese Scheiße. Ich bin jetzt... Das war schon fast klar.
Von daher, wir sind jetzt hier, wir werden jetzt vielleicht, können wir sogar als erstes auf das Tor rushen, ja. Nachtwölfe, ihr habt eure Befehle. Beseitigt die Zeltbedrohung. Ja, das machen wir doch glatt. Ja, wir machen das schon. Nachtwölfe heißen die jetzt schon. Tor 2. Überrennt ihre armselige Stadt. Ja, das machen wir doch glatt. Ich bin der Schwarm. Die armselige Stadt wird einfach zerfetzt. Macht ja. Euch bereit, sie zu verteidigen. Hört ihr her? Wir sind schon on its way. Ach du verfickte. Oh, das tut schon weh. Ich bin der Schwarm. Komplette Army verloren eigentlich. Oh, das tut schon extremst weh. Ich werde Vergeltung. Das tut schon weh. Ey, ohne Scheiß, das tut echt weh, Leute. Echt. Holen wir uns noch mal ein paar Zergis, die sind schon wertvoll eigentlich. Die letzte Landekapsel. Wir müssen auch nicht alle drei Tore unbedingt öffnen, oder? Ah, ist ja hier Zucker, was wir hier machen. Oh. Oh, yes, sir. Ah, jetzt können wir uns aber auch hier einiges an Mutalisken leisten. Kann man schon sagen. So ist es nicht. Oh, ich direkt mal zwei Hatcheries noch. Vorhaltsverteidigungskanonen wurden ausgeschaltet. Der Schwarm sammelt sich auf der Oberfläche. Zerstört die Basen der Liga. Treibt sie in die Stadt. Yeah, einfach zurück in die City. Come on, bitch. Was soll ich jetzt? Zerstören sich die Tore von August gerade? Ach so, die Mission ist noch nicht vorbei, oder was? Ja, das ist natürlich was ganz Feines schon. Also hier, ihr wisst Bescheid. Wenn diese Mission noch nicht fertig ist, habe ich auch nichts dagegen, muss ich sagen. Umso besser. Dann können wir unsere Troops nochmal connecten hier. Und nochmal hier einfach nur durchdrücken. Alle Mutalisken durchdrücken. Schneller, schneller, schneller. Oh, da haben wir auch noch eine Hatchery eigentlich, die wir uns nehmen können. Ah, holen wir uns die auch noch. Ich meine, was soll der Geiz? Da haben wir hier auch noch eine Hatchery hingebastelt. So wie sich's gehört. Wir werden natürlich auch von allen drei Türen aus, wenn es geht, reinstürmen. Wäre natürlich was ganz Feines. Wäre was Feines, wenn man dann nicht durch die Hölle laufen müsste. Ja, wir brauchen jetzt tatsächlich mehr Vespingas, obwohl wir jetzt eigentlich eh schon 500.000... ja, wir werden mal das einfach mal so machen. Und sie hier noch dazu. Und meine ganzen Mutalisken hat es gerade fast zerlegt. Schwul. Gott sei Dank habe ich neue gebaut. Sprich. Was war das? Ich bin der Schwarm. Ich möchte mal was ausprobieren mit meinen Zergis. Dafür bräuchte ich allerdings das da.
Wie viel richten meine Zerg-Putis aus? Genau, ja nochmal hier. Naja, das ist alles. Ja. No stress in the dress. Zieht sich alles in die Länge, aber was ist, es ist doch scheißegal, oder? Ich meine, letztendlich ist diese fucking Mission komplett gelöst von uns. Wie viele haben wir denn da? 24. 1, 2, 3. 18. Oh ja, 1, 2, 3, 4. Und dann machen wir hier einmal volle Kanne mit Mutalisken-Power. Wir brauchen jetzt aber jede Menge Vespin-Geysers. Ich will alles an... Ich will alle... Allesamt... alle meine Zerklinge in fucking Banelinge ummorfen. Und dafür brauche ich einfach... Yeah. Alles durch. Oh, ist das Zucker. Wir sollten Einheiten erschaffen, die fliegende Einheiten angreifen können. Wenn ja, machen wir doch gerade. Mutalisken oder Mutalisken erschaffen, können wir feindliche Lufteinheiten vernichten. Na, machen wir das da. Na, das schaffen die schon. Oh, ganz locker. Ist es sein Ernst? Oder? Ja, das ist sein Ernst. Wir werden da hin müssen. Ja, toll. Oh. Ah, da geht's noch weiter. Ah, da geht's noch weiter. Oh, das ist natürlich jetzt ganz blöd für unsere Motherfucker-Mutas hier. Die packen alles weg, aber... Diese Türme tun schon einen... Tun meinen Mutas schon recht weh, ne? Also, das ist unbestreitbar. Der Schwarm erobert alles. Mach mal hier. Komm, mach mal Damage. Komm. Das letzte Tor ist gefallen. Schnell. Zagara, führ deine Boot in die Stadt, während ich mich um die verbleibenden Streitkräfte der Liga kümmere. Ja. Meine Königin. Ja. Ja, meine Königin. Ach, die Base ist schon komplett leer geräumt. Räumen wir mal einfach alles da rein. Was ist es diesmal? Ich nutze mal diesmal einmal sogar die Fähigkeit von Kerrigan. Das will ich echt mal ausnutzen. Ich meine, wofür hat man diese Fähigkeiten dann? Der Schwarm erobert alles. Jetzt komm her für Kerrigan. Komm, mach mal hier. Fuck! Jetzt macht's gleich Boom. Oh! Oh, das ist ja Zucker, was hier... Die Kerrigan macht, das ist schon... ganz großes Kino hier. Oh, ja. Muss ich jetzt tatsächlich... jedes einzelne Gebäude zerstört haben. Die Streitkräfte der Liga befinden sich auf dem Rückzug. Isha, sag meinen Bootmüttern, sie sollen mit ihren Armeen vorrücken. Zagara,
Führe deine Brut weiter in die Stadt hinein. Umzinge den Palast. Ja, meine Königin. Es ist an der Zeit, einen Imperator zu entthronen. Tja, meine Friends. Oh, was haben wir denn diesmal nicht geschafft? Ja, in... Achso, okay, ja. Ah, okay. Ja gut, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Chosen.